Und damit willkommen hier zu einem tatsächlich Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Lange nicht mehr aufgenommen, tatsächlich in ordentlich. Im Sinne von nicht im Stream nebenher aufgenommen, sondern jetzt tatsächlich echt mal extra hier für den Let's Play-Kanal. Ich muss erstmal die ganze Technik wieder einstellen, damit das funktioniert, weil das ist halt wirklich lange her. Zwischendurch einen Umzug gehabt, ne? Technik verändert. Plötzlich musste erstmal umkabeln. Davon aber abgesehen geht es um Dorfromantik. Ein Spiel, was seit ein paar Tagen oder ein paar Wochen vielmehr draußen ist. Aus Berlin zusammengeklöppelt. Und tja, ich bin mal sehr gespannt, was es ist. Rein vom Sehen her erinnert mich das grob an Siedler von Catan. Also das analoge Brettspiel. Und auch aus der analogen Welt. Wie heißt denn das? Irgendein anderes Spiel, wo man die Welt baut. Carcassonne, genau. Und ich habe keine Ahnung, wie das sich hier spielt, aber ich bin mal sehr gespannt. Viel einzustellen gibt es hier nicht, das muss man auch überhaupt nicht. Man kann Privatsphäre einstellen, aha, schön, schön. Sieht alles okay aus, ne? Funktioniert, wunderbar, passt. Das heißt, neues Spiel, ich habe kein besseres Zimmer, ich bin sehr gespannt. Was ist das? Über uns, entwickelt von Luca Langenberg, Timo Falke, Menschen. Menschen, Menschen, Menschen. So, fortsetzen kann ich gar nicht. Ich habe nichts fortzusetzen. Halte die linke Maustaste gedrückt, um die Kamera zu bewegen. Alternativ kannst du die Waste-Tasten benutzen. Das funktioniert schon mal gut. Drehen kann man mit Q und E. Oder wahrscheinlich einfach, indem man irgendwelche anderen Krams macht. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um die Kamera zu rotieren. Alternativ kannst du Q und E auf deine Tastatur verwenden. Scrolle dein Mausrad, um zu zoomen. Mist, ich habe die Alternative nicht gelesen. In Dorfromantik baust du Landschaften aus hexagonalen Kärtchen auf. Klicke mit der linken Maustaste auf einen unbelegten Slot, um das oberste Kärtchen deines Stapels zu platzieren. Das ganze Spiel ist auch maximal entspannt, so wie ich es bisher gehört und gesehen habe. Von daher bin ich mal sehr gespannt. So für zwischendurch, ne, kann er sicherlich nicht verkehrt sein. Obere Kästchen deines Stapels. Das oberste Kästchen, also das, was oben ist, man kann es drehen. Okay, das heißt, ich kann mich entscheiden, na, es gibt 6 Seiten logischerweise, deswegen hexagonal und jede Seite hat eine andere Eigenschaft oder kann verschiedene Eigenschaften haben. Das heißt, Wald, Wald, Weide, Feld, Haus. So, ich habe hier nur Wiese, von daher ist nicht, dass hier irgendwas schon zusammenpassen und gehören würde. Von daher mache ich einfach irgendwas. Während du dich mit der Maus über einen unbelegten Slot befindest, kannst du mit dem Mausrad oder den R- und F-Tasten dein aktives Kästchen drehen. Exaktement, genau. So kannst du Gruppen aus Objekten formen. Die Wälder oder Dörfer, lege Kärtchen aneinander, sodass ihre eingefärbten Kanten aneinander liegen. Forme also eine Wald, der 5 Kärtchen überspannt. Zack. Das heißt, man hat immer so ein bisschen, man kann immer sehen, was die nächsten 3 Karten sind. Und das heißt, man kann entsprechend taktisch gucken. Hat in dem Sinne was wie bei Carcassonne, wenn man auch versucht, die möglichst große Wiese oder den möglichst langen Fluss zu machen oder die möglichst, ne, möglichst zusammenhängende Sachen zu erstellen, zu bauen. Da ist ja auch das Prinzip, dass du die meisten Punkte in dem Moment bekommst, wenn du irgendwelche großen Objekte aufbaust und vor allem dann auch abschließt. Man hat eine große Stadt gebaut und sowas oder einen langen Fluss abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie das hier mit irgendwelchen Punkten und sowas aussieht oder was hier überhaupt in dem Sinne, ob man hier überhaupt gewinnen oder verlieren kann. Aber ich bin mal gespannt, was es denn wird. Scheiße, hier geht's einfach mal mit Wald weiter. Hätte ich jetzt mal behauptet. Sehr entspannende Musik zwischendurch. Das heißt, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier Wald wäre Quatsch. Aber dahin. Man sieht auch, es wird auch gehighlightet, wenn das zusammenhängt ist. Von daher, da kann man eigentlich schon mal relativ wenig falsch machen. Heißt aber auch, dass ich jetzt relativ langgezogene Landschaft mache. Das heißt, eventuell wird es dann schwierig, hier zwischen die Stücken zu füllen. Auf sinnvolle Weise. Aber das ist jetzt noch nicht mein Problem. Der Zähler am unteren Ende des Stapels zeigt dir die Anzahl deiner verbleibenden Kärtchen. Sind sie aufgebraucht, endet die Partie. Platziere 3 Kärtchen, um fortzufahren. Okay, also 95, also ein bisschen was ist da schon drin. Das ist schon mal okay. Zack. Und Häuser aneinander klatschen. Da, Häuser. Sehr kleines Dorf. Ich meine, das heißt ja auch Dorfromantik, ne? Von daher, ohne Dorf wäre das ja ziemlicher Quatsch. Und Wiese zählt anscheinend gar nichts, oder was? Da wird nichts hervorgehoben. Ich habe keine Besitzung mehr. Machen wir mal Wald. So. 9 plus. Füge mindestens 9 Felder zu. Du gewinnst neue Kärtchen. Ah, okay.
indem du Quests erfüllst, die durch Sprechblasen dargestellt werden. Um diese Quests zu füllen, musst du die Gruppe um 6 zusätzliche Häuser erweitern, indem du sie an die farbigen Kanten Karten anlegst. Okay. Ah, und man sieht auch, das ist natürlich nett gemacht. Man sieht auch direkt, wie viele da noch fehlen, wie viele man da machen muss noch. Okay, ich muss es auch nicht immer sofort abschließen. Ne, ich muss es nicht sofort hier dran machen. Ich sehe ja, was die nächste Karte ist. Das heißt, ich kann auch gucken, okay, die Karte meinetwegen hat über 2 Ecken einen Dorfplatz oder hier. Ne, genauso wie die aktuelle hier, über 2 Ecken Häuser. Das heißt, ich kann das auch so machen. Ist zwar jetzt offen, ne? Aber wenn ich das jetzt hier ranschmeiße, habe ich längeres Dorf. Und die sind dann jeweils hier. Ich kann dann die zwei getrennten Sachen dann miteinander verbinden. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und es sieht direkt so hübsch aus. Füge exakt neuen Feldern zu und gleich. Achso, hier ist eine weitere Quest. Um sie zu erfüllen, musst du exakt 2 Felder zur Gruppe hinzufügen. Das Symbol in der Ecke der Quest bedeutet auf eine Folgeaufgabe hin. Wie exakt. Ah, okay. Das heißt, wenn ich hier mache, dann habe ich das Feld direkt mit 2 Stück voll. Okay. Aber muss man das in einem Rutsch machen oder was? Ich weiß nicht. Machen wir das. Ring, kling, schließt die Gruppe für Bonuspunkte und Kehr. Und was? Fähnchen, schließt es ab. Was? Schließt die Gruppe für Bonuspunkte und Kettchen? Achso, Gruppe schließen. Okay. Ich verstehe das Spiel. Aber das hier, das ist noch das Dorf ein bisschen größer. Gruppe schließen heißt, es passiert nichts anderes außenrum. Anscheinend, okay. Schienen und Flüsse haben Zusatzregeln bei der Platzierung. Ihre Enden können nicht in anderen Landschaftstypen übergehen. Ungültige Plätze werden im Tutorial mit roten Kreuzen markiert. Okay, da kommt nichts hin. Da gibt es nichts zu suchen und zu machen und zu holen. Okay, das heißt, ich habe noch keine Ahnung, wie es werden könnte und sollte und was gut sein könnte, von daher mache ich das mal hier hin. Zack. Fluss. Dahin. So. Eine ganze Auswahl, ne? Zeugs hier. Fluss und anderes Zeug habe ich beides. Okay. Das dreht automatisch dann in eine Richtung, die dann geeignet wäre hier. Okay. Das ist nett gemacht. Also bisher fühlt sich das alles sehr geschmeidig an. Das ist schon mal sehr angenehm. Gefällt mir schon gut. Oh, was dann? Bei jeder Platzierung erhältst du Punkte, je nachdem wie gut das Kästchen an die Kanten deiner Nachbarn passt. Sammle 200 Punkte, um das Tutorial abzuschließen. Erste Schritte, okay. Und wo sieht man die Punkte? Das ist jetzt nochmal so eine Frage. Das passt doch super hier. Plus 2 für die Strecke, genau. Okay, da sind die Punkte. Aber habe ich eine Übersicht, wo die stehen? Okay, ab jetzt stehen die oben, es sind 20. Ein Fluss. Machen wir den Fluss oben hin, plus 1 fürs Wasser. Man kann den Wald da oben probieren, verbinden. Das waren viele Punkte. Warum auch immer. Das ist doch gut. Okay, das waren viele Punkte. Kärtchen freigeschaltet. Du hast das Tutorial geschafft, hurra. Außerdem, kannst du dein erstes Spezialkärtchen freigeschaltet, die Windmühle. Sie kann in der nächsten Partie in deinem Stapel auftauchen, okay. Ah, ist ja knuffig. Gefällt mir sehr gut bisher. Halt sehr gemütlich. Ist jetzt nichts, also falls man gerade Bock auf Call of Duty hat, ist vielleicht nichts das Richtige, aber ich mag solche Spiele, die man jetzt vielleicht nicht bis in alle Ewigkeit zu erbrechen spielt, aber sie haben eine Idee und die Idee ist noch nicht an allen Stellen hoch 100-fach ausgelutscht worden, sondern es wird was Neues probiert. Manchmal ist es eher so, gefühlt eher so eine Art Proof of Concept oder dass man entsprechend darauf aufbauen kann, was anderes noch damit zu machen, dass man quasi das als Grundlage hat, um eine Story oder irgendwelche Abenteuer oder irgendwelche anderen Sachen zu basteln oder irgendwelche komplizierteren Systeme einzuführen. Aber na, auch solche Grundlagen, solche Systeme hier, wenn die erstmal stehen, wenn die erstmal schön sind und funktionieren, das macht schon mal eine Menge her. Und das kann auch einfach was Entspannendes haben, halt wie wenn man einfach ein Puzzle sich nimmt und dann sitzt man stundenlang in der Gegend und sucht ein passendes Teil. Na, von daher, es muss nicht immer Action sein.
Es braucht auch nicht immer eine Story. Es muss auch nicht immer emotional bis in die Spitzen sein. Von daher passt das schon mal. Okay, Rand wird automatisch erstellt vom Wasser. Man nennt es auch Küste oder Ufer. Rand. Ah, wir waren letztens in Frankreich, in der Bretagne. Der Rand vom Wasser war echt hübsch. Die Wellen haben so schön rangeschlagen. Du meinst das Ufer und die Gischt? Nein, nein, der Rand. Okay, das heißt, ich kann es hier taktisch sehen. Das sind 5 plus heißt... Ich weiß es nicht. 2 plus heißt... Ich habe irgendwas Schimmer. 3 plus... Achso, das heißt, ich sollte da 5... Also ich sollte das Wasser mindestens 2 Felder groß machen. Ich sollte den Wald mindestens 5 groß machen. Vermute ich mal. Das heißt, wenn ich das hier ranklatsche... Und 5 heißt in dem Sinne nicht 5 Felder, sondern 5 Ecken. Weil das Feld, was ich habe, hat 5... Also von den 6 Kanten sind 5 mit Wald. Wenn ich das hier ranfülle, dann ist das erfüllt. Tja. Okay. Gibt 100 Punkte. Und hier kann man verschiedene Punkte sehen anscheinend oder verschiedene Sachen sehen. Platziere insgesamt 100 Kärtchen, Landschaftsbauer. Bilde ein Gewässer mit mindestens 20 Wassersegmenten. Okay. Das heißt, man baut nicht einfach wild drauf los, sondern man hat halt gewisse Herausforderungen angestellt. Ne? Hier sind so Miniaturherausforderungen oder Miniaturaufgaben quasi. Hier hat man längerfristige Aufgaben. Im Sinne von, ne, dass man eine gewisse Punktzahl erreichen kann, dass man eine gewisse Menge an Karten platzieren muss. Das heißt, man ist nicht ganz auf sich allein gestellt, wenn es um Motivation geht, was man eigentlich im Spiel machen will. Das ist sehr, sehr nett. Das ist sehr, sehr praktisch. Ist immer schön, wenn man irgendwie was hat, oder finde ich zumindest schön, wenn man irgendwas hat im Sinne von, ich habe gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ich guck mal, was das Spiel mir denn so vorschlägt, was ich an Aufgaben habe. Ist doch immer ganz angenehm. Okay. Das heißt, hier ist ein Haus hinzugefügt. Ja, geht aber. Okay, man sieht auch direkt die Aufgabe, die hier dran... Also man platziert auch direkt die Aufgabe mit der Karte. Das ist natürlich ganz nett. Okay, Fluss zählt auch als Wasser. Okay. Ist irgendwo logisch, weil die meisten Flüsse sind... haben doch eine gewisse Feuchtigkeit. Nennen wir es mal so. Machen wir das? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wird. Ist immer die Frage, ne? Baut man... wirklich erst kompakt, bis alles voll ist, oder versuchen wir uns so weit auseinander zu ziehen, wie es irgendwie geht. Auch bei Carcassonne war das auch immer, manchmal ist es ein wunderschön flächiges Feld geworden, mal ist es komplett Grütze geworden, dass alles so auseinander gefächert wurde. Ich brauche noch mindestens ein Wasser, aber hier sind noch Optionen zu mehreren Stellen. Ja. Wiese, Weide, Leidenschaft. Die neue Serie. Machen wir Wald draus? Machen wir Felder draus? Machen wir Felder draus. So, zack. Muss ich echt mit dem Wasser ein bisschen aufpassen. Okay, das sind fertiges Dorf. Ist das automatisch 4? Okay, das heißt, man kann direkt die mehreren Aufgaben miteinander verbinden. Das ist natürlich nice. Das ist sehr angenehm. Was hast du vollständig? Sehr schön. Das Haus. Man könnte das Haus hier oben hinpacken. Aber das mache ich, glaube ich, mit den nächsten. Oder mache ich mit... Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, das Schöne ist, dass es hier kein konkretes richtig oder konkretes falsch gibt in der Form. Ist nicht so, dass man in dem Sinne verliert anscheinend. Klar kann man... Na, man kann optimieren, wie das halt so ist. Man kann immer alles schöner, höher, schneller weitermachen. Aber es ist halt nicht... falsch. Wenn man das auf irgendeine Weise macht. Wobei ich mich jetzt frage, ob das zusammenhängend ist hier oben. Wahrscheinlich nicht, sehr wahrscheinlich nicht, ne? So wie das aussieht. Das heißt, das würde dann nicht mitzählen. Obwohl es die gleiche Karte ist, wenn ich hier meinetwegen was anschließen sollte. Zählt es nicht mit. Okay, da geht das nicht hin, weil... Achso, weil Flussende? Nee. Da geht's nicht. Machen wir Wasser. Highscore, ja. Gewässer mit mindestens 20 Wassersegmenten. Denn das ist ja zumindest ein okayer Ansatz. Häuser.
Okay, das zählt nicht. Okay, das heißt, hier sind 8 Stück, das ist natürlich eine Menge. Das zählt, aber der Rest zählt nicht mehr dazu. Aber es wäre sinnvoll, das hier hinzupacken. 82. Okay, das sind tatsächlich schon so viele. Ne? 82 plus, 2 plus. Ja. Funktioniert, wunderbar. Perfekt. Das sind... Ah ne. Oder ist es die Menge der Häuser, die da zählt? Ah, das ist nicht die Menge der Kante, sondern das ist die Menge tatsächlich... Das hier sind 80 Bäume. Das hier sind das 4 Häuser und die kommen zu den 3 Häusern mehr dazu. Das ist natürlich faszinierend. Haha. Mon Dieu. Okay. Tja. Oh, das. Das heißt, noch 3 Häuser. Das heißt, hier oben ist es fertig. Ja. Ach, schon hübsch. Ich muss sagen, es ist auch so eine Landschaft. Wenn man da noch ein paar Fahrradwege da durchlegt, dann würde ich da gerne durchfahren. Es hätte was. Hätte einen gewissen Stil. Wir können natürlich eine komplett sinnlose, sinnlose Strecke da machen. Oder könnte man zumindest. Aber ich werde erstmal das hier vollständig machen. So. Noch offene Aufgaben. 6 plus. 6 Stück. Das sind 4. Das sind 2. Okay. Ja, packen wir das hier oben hin oder was? Dann kann hier noch ein Feld hin. Wunderschön. Wunderschön. Okay, das gibt eine Menge Punkte. Nochmal ein Wald. 116. Okay, die Aufgaben werden entsprechend immer größer. Wie man vielleicht merkt. Ich muss mal rausfinden, wann man genau neue... Also die Karten bekommt man dann, ne? Aber sind das immer 9? Sind das immer 9? Ich habe 53. Nee, das ist eine unterschiedliche Menge. Okay, 57. Aber tendenziell, wenn man das hier macht, dann wird es halt mehr. Ist schon mal gut. Achso, weil das noch nicht fertig war, oder weswegen? Warte. Dann baue ich aber erstmal am Wald. So. Einfach nur sinnlose Wiese, meine Güte. Wir machen sowas. Wald, ich habe jetzt 55. 59. Okay. Das habe ich noch nicht so ganz raus. Wann es wie viele Karten gibt. Ich meine, im Prinzip, wahrscheinlich ist es auch nicht so wichtig. 13 Felder vermutlich da. Ne, hier. Aber es ist echt, das Prinzip ist simpel. Es ist so simpel, dass es in dem Sinne, das Tutorial innerhalb von 2 Minuten durch war. Aber es ist, im Prinzip brauchst du auch überhaupt kein Tutorial, weil es intuitiv ist. Und das ist eine sehr schöne Sache. Ich finde es mal nett, wenn man einfache Mechaniken hat, die aber ein gewisses Maß an Komplexität erzeugen können, wenn man es denn will. Ne? Das heißt, man muss nicht irgendwie stundenlang irgendwas lernen, damit das funktioniert. Warum ist denn X? Achso, das müssen genau 9 sein. Das sind zu viele dann, okay. Also wenn es halt, wenn es simple Mechaniken gibt, aber trotzdem eine gewisse Komplexität möglich ist, einfach weil die Mechaniken also das Mechanik halt einfach ist, aber durch Kombinationsmöglichkeit von vielen einzelnen Elementen gibt es plötzlich viele Variationen, wie man irgendwas kombinieren kann. Das finde ich immer sehr, 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 sehr elegant. Weil der anstrengendste Teil bei einem Spiel ist, wenn du am Anfang erstmal stundenlang die Regeln lernen musst. Wenn die Regeln halt schnell erklärt sind. Aber, na, also wenn das Grundprinzip klar und einfach ist, aber die Taktiken dann entsprechend ausarten können, dann hat man zumindest einen Einstieg, da hat man zumindest einen guten Anfang. Weil man die Regeln halt schnell verstanden hat. So, ein Feld. Ich glaube nicht, dass jemand so eine Feldanordnung hier haben wollte. Sieht nach beiden Arbeitswegen aus, nicht sehr effizient. 14. Genau 14 und genau 8 kann ich dann exakt nicht mischen. Wobei, das waren 8, das sind 14. Das reicht exakt gerade nicht. Also das, ich kann da nicht beides erfüllen. Aber das hier oben geht daran. Nice. Das ist natürlich praktisch. Fop. Sinnloses Feld. Die beiden Felder werden
sehr sinnlos bleiben. Ich weiß nicht, ob es Endstücken für Schienen gibt. Keim das ein Zimmer. Ich sollte den Wald hier nicht beenden. Falls ich hier nochmal weiter brauche, mach das. Da wackelt es an allen Enden, okay. Was haben wir denn da? Einmal Feld, ein Feld reicht. Ja. Man muss es ja nur erfüllen und danach kann man das erweitern zu allen Seiten, nach Lust und Laune. Okay, ein Haus. Hier brauche ich noch 8 Häuser, hier brauche ich noch 4 Häuser. Tja. Machen wir das, glaube ich, so. Schiene. Ach komm. Felder. Ja, das, das wird ja nicht besser, wenn man das noch mehr dran macht. Ich würde gerne die Lücken füllen, ne? Ich mag es eher, wenn es auch was Geschlossenes wird, aber ich rechne im Moment nicht damit. Gerade hier vorne mit Fluss und mit Schiene. Das wird sehr eigensinnig sein. Ich weiß aber auch nicht, was es alles für Kombinationen von den ganzen Teilen gibt hier, von den ganzen. Ne, von der ganzen Art, wie denn so eine Stadt hier aussehen könnte oder wie die Teile aussehen könnten. Oh, das. Häuser. Das sind zu viele. Ja, das sind zu viele. Hier kann ich aber welche ranspeisen. Fomp. Floß. Das wird. wohnt jemand dann auf einer Insel rum? Achso, habe ich gerade was falsch gemacht? Also vielleicht falsch, man weiß nicht. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich denke mal, es wird immer der Moment kommen, wo man dann die Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, weil die Ansprüche halt zu groß werden. Das heißt, irgendwann hat man dann doch keine Karten mehr, die man nachlegt. Und ich denke mal, dann ist die Runde auch entsprechend zu Ende. So meine Vermutung aktuell. Ich habe es natürlich nicht getestet. Aber mir gefällt's. Da, zack. Schiene mit Wald braucht eine Handvoll Stücken. Das heißt, ich mach das mal hier hin. Das ist meine Schiene schon. Ich meine, effizient ist es nicht. Nennen wir es mal so. Ist jetzt nichts, wo man so wahnsinnig reizvoll dann unbedingt mit dem Zug fahren wollte. So. Ja, komm. Andere Möglichkeiten habe ich gerade aber kaum nicht. 3 Stück, 4 Stück, 4 Stück. 4 Häusler, da. Da sind auch 4 Mist. Das sieht gut aus. Das sind 3, die sind nicht verbunden, ne? Mit dem einen auf der anderen Seite, okay. Ah, die 11 plus da oben. Ich meine, für das Dorf wäre das super, für die Strecke ist es doof. Wenn ich das hier ranmache, dann habe ich da genau 3. Ist halt nett, wenn man mehrere Aufgaben quasi auf einmal erfüllen kann oder mit dem gleichen Dingens. 23 plus. Hui, das ist eine Menge. Ja, mache ich das. Das ist sinnvoll, ne? Dann habe ich das zumindest abgeschlossen und dann kann ich das, wenn es abgeschlossen ist, ist es danach egal. Das heißt, danach kann es ruhig größer werden. Hätte ich das quasi beides noch offen gehabt, dann hätte ich ein Feld mit vielleicht 2 noch angeboten, wäre das eine verloren gewesen. 2 Häuser. 2 Häuser. Nope, das ist schlecht. Das hat keinerlei Einfluss. Den Wald lasse ich auch mal offen. Man weiß nie, wenn man mal Wald braucht. Ach komm. Schienen. Ja. Da gibt es nur eine Möglichkeit, okay. Haha. Das ist komplett sinnlos hier. Schön. Ja. Ja, machen wir hier eine Insel draus, wo nie jemand hinkommt. 7, exakt 7. Das ist schon zu weit dafür, das ist ungünstig. Ich kann das hier oben natürlich noch weitermachen. Ja. Nicht zufriedenstellend. 2 Häuser zusammenhängende. Kann ich da auch nicht hinmachen. Ich habe nicht genug Platz. Das heißt, das ist jetzt so, ich suche hier sehr spezielle Karten quasi. Auch das gleiche wie bei Carcassonne. Man weiß, diese eine Kreuzung, diese eine Variante von Karte existiert, aber man braucht halt echt eine Menge Glück, damit man exakt genau das bekommt, was man da braucht.
je spezieller, desto seltener entsprechend. Logischerweise. Ich mach den Wald größer. So ein Mini-Funzelwald hier. Komm, das passt. Fluss. Fluss ist ziemlich egal gerade. Ich habe auch keine anderen Flüsse hier. Vielleicht sollte ich einen neuen aufmachen. Ich mache mal kurz einen Fluss auf. Holt man erst eine Dose aus dem Regal und macht die auf. Ein Haus. Ein Haus. Da muss ich auch noch mal 3 Plus haben. Okay. Aber ich schränke mich da ein bisschen. Ich schränke mich da nicht ein. Das geht. Ich habe hier immer noch 2 Felder zum Anschließen. 30 Plus. Das habe ich vielleicht ein bisschen ungünstig platziert. Ich kann das verbinden. Dann ist okay. Dann habe ich hier einmal so ein riesiges zusammenhängendes Feld. Ich habe keine Waldaufgabe, ne? Nee. Schienen habe ich mehrere. Da oben auch noch. Ich führe den Wald einfach fort, falls ich einen riesigen Wald brauche. Holle! Kärtchen freigeschaltet. Was? Wasserbahnhof. Sieht ein bisschen klischeehaft aus, aber ist doch sehr hübsch. Einsammeln. Kärtchen freigeschaltet. Machen wir das. Machen wir das. Das heißt, sie taucht auch direkt hier wieder auf. Okay. Interessant, interessant. Das heißt, ich habe hier... Das ist ein eigensinniges Feld. Ich meine, hier, das kann überhaupt nicht funktionieren. Da komme ich nicht mehr hin, wegen des Wassers. Ah, das ist doof. Ah, ich kann... An sich wäre das gar nicht verkehrt für hier, aber das Schöne ist es nicht. Das kann ich ja... Ah, doch klar. Da ist die Insel. Da ist die Insel. Siehste. Na also... Schon wird ein Schuh draus. Das kann ich da nicht hinpacken. Dafür reicht's, aber der Rest verbindet das. Oder ich muss es ganz außenrum bauen. Was ist da noch drauf? Wald. Toll. Ach komm. Flop. 51 Karten. Das ist mit... Bahnhof kann alles sein, oder was ist das? Bahnhof im Sinne von Schienen? Wenn ja, ist es eine äußerst sinnlose, äußerst sinnlose Verbindung. Okay, es ist Wasser tatsächlich und es kann überall hin, aber dann können auch Schienen ran. Okay. Verrückt. Verrückt. Okay. Das müssen exakt 3 Häuser sein. Muss ich ein neues Dorf hier irgendwie machen? Wir das dann. So, zack. Einmal Getreide ist zu wenig da oben. Ist aber schade. Na, was heißt schade? Ist immer blöd in der Form. Schade, blöd. Weiß nicht, was davon besser ist. In der Form, wenn man halt an manche Gebiete nichts mehr anbauen kann und dann neue Gebiete aufmachen muss. Die sehen dann immer erstmal so zerbrechlich und klein aus. Aber so ist das Leben halt manchmal, ne? Zerbrechlich und klein. Man kennt es ja. Also ich könnte natürlich hier oben das ranbauen, aber das wäre Quatsch. Neue Stadt. Neues Glück. Zack, bums. So, 3 Stück ist schade. Ein Haus exakt. Das wird... Gerade wenn ich ein Haus exakt haben wollte, kann ich dann nicht mehr auf die 14 kommen, ne? Wahrscheinlich. Vermute ich mal, dass es nicht wirklich angeschlossen und gut dann werden kann. Das taktische Spiel, wie man möglichst Luft nach oben behält, wahrscheinlich. 5 und 2 plus, ja. 49 Karten. Gut, ich versuche einfach mal, oder ich mache hier einfach mal kurz einen Schnitt und dann gibt es dann noch eine zweite Folge dazu. Das heißt, herzlichen Dank fürs Zuschauen schon mal für den Moment bei Dorfromantik. Spielt es einfach mal selber. Ich habe, alle Infos stehen wie immer in der Info unterm Video. Von daher, spielt es selber. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.